Dichter beschreiben Liebe sehr gerne, aber Musiker auch. Deswegen hören wir jetzt zwei musikalische Liebesgedichte. Die beiden Komponisten hatten genau gegenseitige Lebenslaufbahnen. Der gebürtige Bayer Adolf von Henselt hat vorerst in Weimar bei Humboldt studiert. Dann kam er nach Wien beim Bruckners Lehrer Simon Sechter zu studieren. Nach seinem Wiener Aufenthalt wurde er vom russischen Hof eingeladen, Konzerte dort zu geben. Nachher wurde er auch sehr wichtige Lehrpersönlichkeit der russischen Musikgeschichte. Sein Schüler Zverev war genau der Lehrer von Rachmaninow und Mendler. In Gegenseite stammt Eduard Schitt aus Petersburg. Er hat auch in Wien studiert, zwar bei Theodor Leschetizky. Danach zog er nach Südtirol, um seine letzten Lebensjahre zu verbringen. Zwischen den beiden Liebesgedichten möchte ich gerne noch ein Klavierstück in H-Moll ergänzen. Dieses Stück wird von einem Freund von mir komponiert, der japanische Dirigent, Komponist und YouTuber. Wer in Paris studiert hat und jetzt aber mit seiner Frau in meiner Heimat Taiwan lebt. Viel Vergnügen beim Anhören.